So, Aufträge annehmen. Guck mal, was es hier so gibt. Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz hast, schadet etwas mehr Fracht ja nicht, oder? Aber auch wenn sie für die Mission nicht von Belang sind, können sie für jemand wichtig sein. Okay. Ein paar gute Taten schaden nicht, oder? Nein. Finde ich auch richtig. Wenn wir eh den Weg laufen, können wir das auch mitnehmen. Aber wir gucken erstmal Sam. Ja, wieder zum Verteilerzentrum. Da wollen wir eh wieder hin. Das ist aber... 400 Likes gibt es. 404. Die nehmen wir mit. Jupp. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Etwa von Maschinen, Motorrädern und anderen akkubetriebenen Fahrzeugen. Okay, nice. Aber ich will erstmal ein Fahrzeug haben. Noch habe ich keins. So, auf den Rücken bitte. Boah, der ist so voll beladen, Leute. Ich überlege gerade. Von 6 Sachen. Okay, das ist ein bisschen unpraktisch verteilt. Nee, Hand tragen auf der anderen Seite. Ja, so dass sie beide gleich schwer sind, die er in der Hand hat. Oha, Leute. Aber liegt da jetzt nicht noch? Nee. Oh, Leute, der ist... Aber so schwer ist das gar nicht, was er da hat. Okay, wir lassen das so. Aufbrechen. Okay. Wir sollen wieder zurück, Leute. Wir sollen wieder zurück. Hä, kannst du das jetzt nehmen oder nicht? Warum hat er das jetzt abgestellt? Nicht auf dem Rücken tragen. So, in die Hände nehmen. Boah, jetzt bist du da rangekommen. Guck dir das an. Hä, bist du doof? Hä, er stellt es immer wieder ab. Muss ich das gedrückt halten, oder was? Hör auf. Jetzt muss ich das gedrückt halten, Leute. Haus auf dem Rücken. Haus auf dem Rücken. Es ist halt echt ganz schön hochgestapelt. Und jetzt ist hier wieder windig. Okay. Demnächst wird unser Baby auf jeden Fall ausfallen. Es hat nur noch Half-Life. Wacheneinschränkung aufgehoben. Okay. Wir gehen auf jeden Fall den Weg wieder zurück. Wir müssen nur mal gucken. Am besten mal eine Markierung setzen. Das ist halt ganz schön weit, wa? 1000, ey, ey, ey. Oh, ein Weg. Was, ein Weg? Wo siehst du hier einen Weg? Oh, hier müsste man halt die ganzen Kristalle eigentlich mitnehmen. Machen wir auch. Laufen wir ein bisschen zickzack, aber wir nehmen die Kristalle mit. Man darf halt echt keine Kurven laufen hier dann. So. So. Wow. Das ist echt viel. Das ist mega hochgestapelt. Aber wir können das doch eigentlich... Können wir das nicht im Fracht... Können wir das jetzt nicht unterwegs auch anders stapeln? Na bitte. Können wir das unterwegs nicht auch anders stapeln? Menü. Schon wieder eine E-Mail. Von Nick. Lebst du noch, Neuer? Sam, wie schlägst du dich so? Für einen Neuling bist du ein ziemliches Arbeitstier, was? Der Zeitregen macht deine Ausdauer wahrscheinlich zu schaffen, oder? Vielleicht kannst du schon einiges gar nicht mehr benutzen. Du solltest es aber einfach mal... Ja. Ah...
dachte, ich kann vielleicht das trotzdem jetzt unterwegs mal ändern. Na bitte. Das ist auf jeden Fall ganz schön eierig. Das ist ganz schön eierig. Aber wenigstens sind die Viecher hier nicht wieder. Das kann ja interessant werden. Das ist halt auch ein ganz schön weites Stück. Hey, sammel auf. Da, wo du im Inventar ablegen kannst, funktioniert automatisch verteilen. Dann verteilt. Ja, aber Inventar komme ich doch nur an der Verteilerstation, oder? Verdammt. Oder komme ich hier auch in Inventar irgendwie? Weil hier ist es auf jeden Fall nicht. Da sind die scheiß Brille und so. Ah, okay. So, hier ist noch Materialien, Leute. Huch. Ich meine, die können wir jetzt auch noch mitnehmen. Aber irgendwie muss man das doch wegschmeißen. Da gibt es eine Taste für. Kann Sachen ablegen. Muss halt immer jetzt Gleichgewicht halten, aber sonst. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich würde das halt gerne verlagern. So an die Hosenbeine und so, aber. Ja, die Wegpostendinger nehme ich jetzt hier natürlich nicht mit. Aber unten da ist doch so ein Mobiler. Den hat er doch dahingestellt. An den könnte ich auf jeden Fall, glaube ich, neu verlagern. Ich glaube, hier ist ganz schön windig. Da unten der Mobile. Den hat er doch dahingestellt. Aber guck mal, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ach, hier ist der Weg wahrscheinlich, den er meinte. Ah, da ist der Mobile. Hat ein Like bekommen. Guck mal, ich kann es noch mehrere geben. So, Terminal. Und jetzt können wir doch... Jetzt können wir doch sagen... Privater spinnt. Und jetzt kann ich es doch hier bestimmt automatisch verteilen. Ja, guck mal. Schon besser. Der eiert immer noch rum, also von daher ist auch egal. Bilal Alman, worum es in dem Spiel geht, kann man nicht erklären. Kann man echt nicht erklären. Ich würde es gern machen. Oh, still. Vielleicht kann das im Chat ja jemand erklären. Ich glaub's aber nicht. Man muss es tatsächlich selbst erlebt haben. Na, guck mal, es ist schon in Sicht, Leute. Es ist schon in Sicht. Das Paket da unten wollten wir, glaube ich, mitnehmen, oder? Ah, es war westlicher. Nehmen wir nicht mit. Boah, der war knapp. Koffer sammeln und rumrennen haben wir ja schon mal. Ja, so in der Art, darum geht's auch. In
Nee, Baseball musst du nicht. Aber du kannst generell Sachen bauen, ja. Geht darum, Amerika wieder aufzubauen. Und verschiedene Außenposten jetzt erstmal wieder zu verknüpfen, damit die sich verständigen können. Nee, so schwerlos nicht, aber er kann halt 120 Kilo tragen. Finde ich noch relativ realistisch. Er ist halt Postbote. Leute, wir haben es fast geschafft. So, da einmal da drüben. Da drüben war kein privater Raum, oder? Guck mal, der hat schon 12 Likes bekommen hier für die Brücke. Das Motorrad solltest du flott kriegen, wenn du es mit einem Generator auflädst. Probier es doch mal aus. Ah, okay. Das heißt, auf jeden Fall hier einen Generator hinstellen, dann haben wir das Moped. Das wäre geil. Das wäre geil. Rufen, drücken wir mal Rufen und Grüßen. Zu Hause? ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen. Doch, hier ist ein Raum. Stimmt, hier war ja ein Raum. Boah, nicht hinfallen. Boah, der war richtig knapp. Der war richtig knapp. Ey, halt doch an. Was machst du denn? Was sind das scheiß Terminal? So. Erstmal liefern, das, was wir angefordert haben hier. Bestätigen. Hast du das vom Windpark hergebracht? Das muss doch unglaublich anstrengend gewesen sein. Vielen Dank. Wow, du machst keine halben Sachen, oder? Kaum zu glauben, dass ein Mann so eine Ladung schleppen kann. Aber du bist ja auch eine Legende. Das erklärt natürlich alles, Leute. Wir sind halt eine Legende. Ja, 2% Schaden. Können wir verkraften. Zieh mir halt 3 Likes ab, alles gut. Awesome! Bis jetzt haben wir alles awesome gekriegt. Diese Audiodatei kannst du in deinem privaten Raum anhören, um sie in Konstruktion... Ja. Sehr schön. Okay. So, Verteilerzentrum westlich von blablabla, dir folgendes Hologramm da zur Verfügung gestellt. Ja, okay. So, haben wir wieder Sachen gekriegt zum Bauen. Da werden wir wohl gleich mal einen Generator bauen. So, das gibt auch wieder Likes. So, Level 30 sind wir immerhin schon. Es gibt auch wieder gut Punkte hier, oder? Boing. Level 36 schon. Krass. Ich kenne keinen, der mehr getan hat, um Menschen zu verbinden. Und wieder auf die Beine zu bringen. Kaum zu glauben, dass du alleine arbeitest. Man glaubt fast, der große Lieferant hätte eine kleine Armee zur Verfügung. Weil du irgendwie immer zur Stelle bist, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Deshalb kann ich mir echt gut vorstellen, dass du es bis zur Küste schaffst. Viel Glück da draußen. Ich drück dir die Daumen. Vielen Dank, Diggi. Vielen Dank. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Neuer Auftrag verfügbar. Aber wir wollen erstmal auch so Sachen abgeben. Einmal recyceln wir die Materialien. Wenn du überschüssiges Material in eine Einrichtung abgibst, erhöhst du ihren Lagerbestand. Mit diesem Material kannst du dann später Ausrüstung und andere Dinge herstellen. Aber vergiss nicht, dass die Einrichtungen separate Lager haben und die vor Ort verfügbaren Mengen variieren. Übertreib es nicht.
War das jetzt eine Drohung? Wir machen das trotzdem. Das, das und das. Ne, halt, die nicht. Die Kristalle noch. Wie, das geht nicht? Warum? Warum denn nicht? So. Die auf jeden Fall recyceln, ja. Zu recyceln ist Fracht. Und warum kann ich die Kristalle... Ah, jetzt guck mal. Boah, alle? Ja, komm, machen wir. Die wird eh aufgeteilt, haben die gesagt, oder? Thank you! Vielen Dank für die Unterstützung. Reconnect the world. Okay. Ja, da guckst du nicht schlecht, wa? So, jetzt können wir noch gucken nach Liefer. Haben wir ja gar nichts mehr zum Liefern? Ach, das hat er automatisch gemacht, oder was? Okay, Aufträge für Sam haben wir wieder ein paar. Und zwar Wegposten westlich von Bliblub. Das könnten wir eigentlich annehmen. Und hier ist sogar dringend. Oh, wieder ganz zurück nach Capital. Zeitlimit für die Lieferung. Da gibt es auch noch ein Zeitlimit, Leute. 30 Minuten, das schaffen wir da locker. Na gut, es ist ein ganz schönes Stück, aber wir haben ja das Moped dann. Okay, das müssen wir uns mal merken. Dann werden wir auch in Angriff nehmen. Standardaufträge haben wir auch noch. Ach, auch nach Capital. Guck mal, das können wir dann verbinden. Die Waldproben, also Waldbodenproben. So. Genau, aber erstmal gehen wir jetzt in den privaten Raum. Zack. Und vielen, vielen Dank an Marie Bialicious für 12 Monate Resub. Willkommen in einem Jahres-Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Deine Arbeit wird... Und hallo Necro. Und hallo MRL Gamer. Oder Luke. Luke war das, richtig? Morgen. So. Erstmal Morgenschiss. Erstmal ordentlich ein Abseilen. Okay, jetzt haben wir schon Granatentyp 2. Sehr schön. Das ist unsere neueste EX-Granate. Darf ich vorstellen, Typ 2. Wie du vielleicht schon vermutet hast, verwendet dieser Typ diverse aus deinen Fäkalien gewonnene Extrakte. Wir halten es für möglich, dass du aufgrund deines regelmäßigen Kryptobiotenverzehrs bestimmte Verbindungen ausscheidest, die besonders effektiv gegen GDs sein könnten. Wenn wir mehr davon herstellen sollen, musst du uns über die Toilette in deinem privaten Raum nur die benötigten Rohstoffe liefern. Ich freue mich auf dein Feedback. Wie oft wollen die mir das eigentlich noch erklären? Ja, Waschbecken habe ich übrigens schon benutzt und Kremassen gezogen. So, jetzt werden wir auch ein paar Energy Drinks trinken, weil wir Ausdauer auffüllen müssen. So. Memphis fragt, hey Chris, wie gefällt dir das Spiel bisher? Lohnt es sich? Also ich finde es richtig, richtig gut. Und es hat ja, wie gesagt, so um die 50 Spielstunden. Also für mich lohnt es sich. Es macht doch echt Spaß, mit diesen Paketen rum zu rennen. Also von daher, also für mich lohnt es sich. Gorken King, Grüße. Was für eine Schleichwerbung. Ja, ich habe auch schon gesagt. Ich will nicht wissen, was die dafür geblecht haben. So. Aber guck mal, unten meine Energie ist immer noch nicht aufgeladen. Wir müssen das auch nochmal machen. Noch eins müssen wir trinken. Aber vorher das verlassen wäre halt sinnlos, wenn wir einmal da sind. Das Product Placement funktioniert auf jeden Fall.
dürfte es voll sein. Immer noch nicht. Ja, doch, ist voll. Okay. So. Terminal können wir mal gucken. Da haben wir wieder E-Mails. Die nerven halt, die E-Mails. Da steht eh nur Scheiße drin. Vor allem ist es immer so viel. Lieber Sam, es tut mir leid, dass du solche Mühe auf dich nehmen musstest, um das Teil für uns zu besorgen. Aber glaub mir, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Dank dir funktioniert unser Clearer-Drucker endlich. Ich hatte die Hoffnung ehrlich gesagt schon aufgegeben, aber jetzt funktioniert er tatsächlich. Deshalb sind wir nicht mehr so abhängig von Booten wie früher. Vieles von dem, was wir benötigen, können wir mit unserem Drucker herstellen. Ja, und wo ist jetzt die Info, die für mich wichtig ist? Gar nichts. Leute, das sind halt immer so E-Mails, die kann man sich auch schenken. Unsere Hardarbeit zahlt sich aus. Lieber Sam, ich frage mich, wo du gerade bist. Wird dort wohl Energie aus unserem Windpark genutzt? Wenn irgendjemand von unserer Arbeit profitieren sollte, dann du. Bis du uns ans Netzwerk angeschlossen hast, können wir denn keine Regeln... Oh Mann. So, willst du bestimmt so viele Fracht wie möglich liefern, oder? Wenn ja, solltest du immer so viel Fracht wie möglich transportieren und versuchen, dir deinen Bridget-Bonus für den Gewichtssammel... Ja, okay, das haben wir ja schon mitbekommen. Das ist alles nicht so wichtig. Was sind eigentlich Brückenlinks? Ein Brückenlink beschreibt die Verbindung zwischen dir und einem anderen Boten auf andere Weise. Willst du ein starkes Band knüpfen? Denke über einen Strangvertrag nach. Bitte was? Hier findest du eine Liste der Spieler, mit denen du interagiert hast, sowie nähere Informationen zu ihnen. Außerdem kannst du hier Strangverträge schließen, die deine Bände mit anderen Spielern weiter festigen. Wenn du einen Strangvertrag mit einem Spieler schließt, kannst du dessen Konstruktionen und verlorene Frachten leichter sehen. Achso, das ist so wie so eine Allianz quasi. Mhm. Ah ja, ich habe aber mit keinem interagiert, also von daher. Naja. So viel dazu. So. Ich überlege gerade, Baby ist wieder fit. Nach Baby sehen, machen wir mal. Ah, hat aber wieder 100%. Perfekt. Baby beruhigen. Ist müde. Oh, es ist müde, Leute. Es ist müde. Na gut. Dann lassen wir schlafen. So. Okay, dann können wir wieder raus. Privaten Raum verlassen.